Hallo Freunde, herzlich willkommen bei Let's Play H1Z1 mit deinem Dulag. Willkommen, willkommen bei dem nächsten Horror-Schocker-Survival mit Crafting drin. Und ja, das ist aus dem Hause Sony Online Entertainment hier. Die Server sind von Sony gestellt und was gibt's hier für verschiedene Modis auf dem Server? PvP, PvE-only, Headshots-only, Recycling, Battle Royale und First-Person-only. Recycle-Wipe natürlich. Ja, die Server sind in der EU ratzeputzevoll mit langen Wartezeiten, deswegen werden wir uns jetzt auf einem US-Server die Zeit vertreiben. Ich habe hier einfach mal irgendwo Charaktere wild erstellt, die Namen waren schon reserviert, deswegen heißt sie Dulag LP1, aber Dulag LP habe ich mir auch gesichert auf dem EU-Server, wo ich dann später spielen möchte, auch wenn dann die, EU-Server nicht mehr so überlastet sind. Und wir sind hier mitten in der Nacht im Regen gespawnt und wir müssen irgendwie Äste finden, so wie ich das verstanden habe. Also gucken wir mal, ich hoffe ihr könnt was sehen, Gamma kann man leider nicht hochdrehen. Und ja, wir haben hier unsere Klamotten, wie man das so von DayZ kennt. Wir haben hier ein Crafting Inventory, ein Discovery, wo wir Rezepte herausfinden können. Health 100, Stamina 100, Essen und Durst haben wir auch noch nicht. Jetzt haben wir hier ein Shirt, ein Chest, Navy T-Shirt, Legs, ein Gürtel. Da können wir 0 von 90, 100, 10 von 100, da haben wir eine Flare. Bundle of Ghosts, Gaze. This bundle contains several stripes of gaze that can be used to stop bleeding. Okay, also Verbandszeug gegen Bluten. Das sind Account-Items, die sind an den Account gebunden, nicht an den Charakter. Und die Crafting-Rezepte, wenn man denn dann stirbt, die bleiben dann auch. Also was man so entdeckt hat an Rezepten, die verlassen einen dann nicht. Woodlock. Wir brauchen Woodlock, wir müssen Holz sammeln. Man kann hier auch in die Third Person wechseln, leider funktioniert das gerade nicht. Warum auch immer, irgendwie ein Bug. Ist aber auch nicht schlimm. Ich hatte sowieso vor, in First Person das erstmal zu spielen. Tja, und jetzt müssen wir irgendwie Holz suchen, ne? Liegt das einfach so rum? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, dass man Holz suchen muss. Ein paar Boxen hier. Jetzt haben wir eine Flashlight, haben wir auch. Und wir müssen überleben, Freunde. Oh mein Gott, wo sind wir denn hier gelandet wieder? Wo findet man denn Holz? Nur gegen Baumboxen oder was? Auf dem Boden rum? Ein Woodstick. Ich habe einen Woodstick gefunden. Noch ein Woodstick. Ah, okay. Die liegen hier so rum. Da muss man einfach auf die E-Taste draufkloppen. Okay, wie viel haben wir denn jetzt? Viermal Woodstick. Okay, Woodstick, viermal. Was können wir jetzt craften? Eine Woodplanke. Woodlock. Keine Ahnung, okay. Woodstick, ich habe gehört. Kann man hier irgendwie das covern? Ein Wooden Arrow. Kann man das noch irgendwie verteilen über Minecraft oder so? Nein, ne? Okay. Also die Form ist scheinbar egal. Wir haben jetzt auf jeden Fall Pfeile entdeckt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber wir müssten irgendwie noch mehr Woodsticks. Okay, also hier liegen ganz schöne Woodsticks rum. Nicht wenig. Aber bei dem Wetter, da kann man ja nichts. Komm, wir laufen mal weiter. Vielleicht finden wir irgendwie eine Stadt oder sowas. Das ist ein Zombie. Nee, danke. Was geht ab? Okay, direkt der Boxkampf. Komm, wir versuchen es mal. Ich glaube, es lag gerade ziemlich. Auf dem US-Server hier. Boxen wir den mal. Oh, wir sind down.
Direkt gestorben. Ah ne, doch nicht. Wir haben Bluten gerade irgendwie. Können wir den nicht kaputt boxen? Boah, sind die heftig. Wir bluten, aber übelst. Kann man das irgendwie nutzen? Handpack? Use. Boah, voll am Verbluten hier. Ah, okay, jetzt. Das füllt sich aber wieder auf. Okay, die Health füllt sich wieder auf, anders als bei DZ. 23, okay. Und das Zombie? Okay, das ist jetzt weg. Es dämmert, es wird morgen. Also haben wir das jetzt irgendwie überstanden? 17%. Wir bluten immer noch. Muss man das mehrfach benutzen oder was? Moderate Bleeding. Okay, muss man immer noch benutzen. Krass, das. Seht ihr, dass wir hier hochläuft? 24. Wenn das hier vorbeigeht, dann zieht das wieder runter. Ich kann. Kann ich nichts machen gegen die Blutung? Boah, voll übel, ey, wenn das jetzt echt. Ah, wir sind jetzt Health 36, aber wir regenerieren wahrscheinlich nicht. Kann man irgendwas damit craften? In so einer, nee, kann man nicht, ne? Was will man hier so? Punji. Punji Recipe learned. Was ist das? Ein Rezept? Punji Sticks. These sharpened sticks will damage whatever walks over them. Ah, Fallen, man. So erste Falle, die wir machen können. Auf jeden Fall gut für Zombies, aber was ist mit unserem Leben? Heilt sich das wieder? 36%? Können wir im Auge behalten. Alter Schwede, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Muss irgendwie mal ein Dorf finden oder irgend sowas. Was ist das? Oder was zu essen? 36% Leben, ey. Was war das? Was einsammeln? Ne. Hier, Beeren. Ah, Beeren. Wie geil. Schwarzbeeren. Was los? Können wir nicht mehr? Blackberry. Eat. Ah. Oh, die geben auch Flüssigkeit, diese Beeren. Krass. Ich will mehr. Scheinbar wachsen die hier wieder neu. Das sind wahrscheinlich die abgeernteten Beeren. Und wenn man wieder hinkommt, dann gibt es wahrscheinlich wieder neue Beeren. Also man merkt da so ein bisschen, wie der Minecraft-Style hier so reinkommt, ne? Mit dem Pflanzen und dann wächst das wieder neu. Man kann hier auch bei H1Z1, man kann tatsächlich Gebäude bauen, wo man sich schützen kann. Man kann natürlich auch andere Leute ausrauben, die Gebäude haben und so weiter. Also ist kein Garant, dass man dann irgendwie viel besser überlebt. Ich denke, das wird nicht reichen, um zu regenerieren. Da muss man wahrscheinlich 100 haben oder so, ne? Was, wenn ich das nochmal mache? Halt das nochmal? Ja, das halt. Okay, wir brauchen dafür eine Bandage. Wo kriegt man denn sowas her? Ja, in der Early Alpha ist die Welt relativ klein, irgendwie 64.000 Quadratmeter oder sowas, 62.000. Soll aber wesentlich größer werden am Ende als die Welt von DayZ, wesentlich größer. Die wollen auch komplett Amerika hier nachbauen, nicht komplett Amerika, Quatsch, was rede ich da? Metropolen von Amerika wollen die nachbauen. Also die großen Städte sozusagen, die dann halt von Apokalypsen befallen sind, wie wir das halt auch kennen von zum Beispiel Resident Evil, Entschuldigung, wo dann auf einmal Las Vegas da, wo sich die Wüste Las Vegas zurückerobert hat, ist ja eine Wüstenstadt eigentlich. Erstmal mal ein paar Beeren, damit wir hier überleben. Ja, und Rezepte haben wir immer noch keine. Weiteren gelernt jetzt. Ich weiß gar nicht, was man noch hier so, was man noch so einsammeln kann. Am besten wäre, wenn wir irgendwie mal eine Stadt finden. Es gibt auf jeden Fall Metall. Aus Metall kann man was bauen. Es gibt Holzplanken.
Hier sind noch mehr Beeren. Was ist das hier? Kann man hier irgendwas... Putzstick. Putzstick. Hier noch mehr Beeren, Beeren, Beeren. Oh, die Sonne hier. Boah, das sieht schon mal cool aus. Ja, das Entwicklerteam, oder es gibt einer, der mit dem Entwicklerteam mitarbeitet, der von Sony ist, der bekannt dafür ist, dass der stabile, gute Games produziert, die nicht diese typischen Glitches und sowas haben. Und gerade in so einem Spiel hier ist es echt eine Herausforderung, das zu schaffen. Und deswegen ist auch die Erwartungshaltung relativ hoch an H1Z1, weil dieser Typ einfach dabei ist, dessen Name halt für Qualität steht im Spielestandard. Jetzt habe ich den Namen leider nicht im Kopf. Ist ein bisschen nicht ganz so praktisch mit dem Einsammeln. Da muss man ein bisschen rumklicken. Okay, haben wir alle Beeren am Start. Also kann ich nicht alle auf einmal essen? Ist die alle so? Wäre cool, wenn man irgendwie Hammer heilen würde, wenn man satt ist, ne? Also einen Zombie lege ich mir nicht nochmal an, die droppen mir noch nicht mal was. Vielleicht folgen wir mal so einer Oberleitung, die muss doch irgendwie eine Stadt führen, oder nicht? Wäre doch irgendwie logisch, oder? Vielleicht gibt es da Metall an so einer... Komm, wir gehen mal gucken. Ach, hier sind noch mehr Beeren. Alles einsamer hier. Wir müssen überleben, Freunde. Wir müssen überleben. Ich bin eben auf dem Server gejoint, hab geguckt, ob das alles passt mit dem Sound, Aufnahmen und so weiter. Und dann kam direkt ein Spieler. Hat mich umgeboxt. Dann bin ich wieder respawned und dann war da ein Spieler mit einem Bogen. Dann bin ich hin, hab den umgeboxt, hab den Bogen abgenommen und so weiter. War nicht die feine Englische, aber so ist das halt hier. Hier darf man niemandem trauen. Jeder kann dein Feind sein. Jeder will deine Sachen haben. Jeder will unsere schönen, leckeren Beeren haben. Essen. Also ihr seht schon, dass das Menü, die Menüführung an sich hier mit dem Rad, was sich dreht, das sieht schon alles viel stabiler und robuster aus, als jetzt bei DayZ. Und auch die Zombies, direkt auf Anhieb schon besser vom Movement her. Oh. Genau. Den müssen wir eigentlich mit einem Bogen erlegen können. Jetzt ist die Frage, wie machen wir uns einen Bogen? Das müssen wir irgendwie discovern. Ich habe gehört, mit dem Shirt irgendwie. Shirt. Shred. Shirt brauchen wir nicht. Wird überbewertet. Ich glaube, so war das. Das Cover. Wir wollen Bogen. Das ist unser erster Bogen, Freunde. Und jetzt müssten wir irgendwie... Pfeile haben wir ja. Wie können wir denn jetzt den Bogen nehmen? Ach, den müssen wir noch craften, ne? Bogen. Craft. Pfeil, Craft. Jetzt muss man da für jeden einzelnen Pfeil draufklicken. Okay. 6 Pfeile. Nehmen wir mal 8. Und jetzt müssten wir doch. Das sind irgendwie so Waffen auch so, ne? Ah, ich hätte mit. Damit hätte ich vielleicht das zuschlagen können mit dem Stock. Wie kann ich jetzt. Kann ich den jetzt verwenden? Primary? Primary? Nee. Foxy. Aha. So, den Brand schmeißen wir weg. Und wie ist das jetzt mit den Pfeilen? Habe ich jetzt automatisch Pfeile am Start, oder? So, Bogen. 0. Wooden Arrow, use. Drop. Nee, nicht drop. Ah, okay. Da ist er. Ein Reh. Das schnappen wir uns jetzt. Ein Reh. Kann man hier schleichen?
Okay, das war nicht so effektiv. Muss man höher zielen. Was ist denn das für ein Bogen, ey? Nein, der lebt noch. Scheiße. Boah, wie sieht das total schwer, ey. Ja, wir haben einen, jawohl, jawohl. Und jetzt? Jetzt bräuchte man ein Messer oder so, ne? Kann boxen. Nimm das! Du Rieb! Du Hirsch! Ja, jetzt bräuchte man ein Werkzeug oder so, ne? Haben wir nicht. Kann ich aus dem Geweih... Scheiße, jetzt habe ich hier so das Ding abgeballert und jetzt kann ich damit nichts machen. Oh, armes Reh ist jetzt umsonst gestorben. Ja, da muss ich erst nochmal gucken. Ich habe nur diese, ne? Das haben wir ja schon. Das wir brauchen irgendwie ein Messer oder irgendein Werkzeug. Was ist, wenn man mit so einem Pokéstum da? Ja, hier so. Kann man damit vielleicht? Nee, ne? Kann ich das irgendwie anwenden? Nee. Oder vielleicht das zum Craften nehmen? Ah, den Pfeil kriegen wir wieder. Was ist, wenn ich jetzt hier das ins Crafting packe? Hä? Du sollst ins Discovery-Feld. Okay, wahrscheinlich kann man damit nichts discovern. Oder so. Woodstick. Machen wir uns noch ein paar Pfeile eben. Wooden Arrow, Wood Plank. Wood Block, Sticks, Metal Bar. Ah, hier. This can be used to make tools, weapons, this prepares yourself, you must place in ein Scrap Metal. Okay, wir brauchen Scrap Metal. Campfire to Woodblock. Baumstämme. Da brauchen wir eine Axt oder sowas, damit Baumstämme kriegen. Für eine Axt brauchen wir wahrscheinlich wieder Metall. Wo kriegen wir verdammt nochmal Metall her? Ah ja, bei Moor. Es gibt hier so einen In-Game-Shop. Soll aber keine nennenswerten Vorteile bieten, soll halt mehr Spaß machen. Und man kann ja auch natürlich selber Dinge herstellen. Also man kann Dinge craften, irgendwelche Designbrillen, Sonnenbrillen oder irgendwelche Klamotten. Die kann man dann verkaufen, kriegt dann Geld dafür im Game. Ja, komm, machen wir ein paar. Aber jetzt hängen wir hier bei dem Reh und wissen nicht nur einen noch aus, immer. Oh. Zombie. Ja, wir wollten eigentlich dahin gehen, ne? Gehen wir da weiter. Ja, wo finden wir denn Eisen, ey? Können wir das irgendwie aus so einem Ding hier rausschlagen oder so? So ein Mast? Oder liegen die ja irgendwie auf dem Boden rum oder so? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Ich bewaffne mich mal mit dem Stock hier. Das ist wahrscheinlich besser als die Faust, wenn da mal so ein Zombie ankommt. Ist das nicht so ein Woodblock? Hier keiner hinter uns. Ich denke mal, damit könnte man wahrscheinlich irgendwie eine Axt machen, wenn man das passende Metall dazu hätte. Oh, wow, wow. Ja, Karte ist auch gut, wenn man keine hat und ich weiß wohin und überhaupt und so. Aber wir überleben hier, das ist schon mal etwas. Und da sind glaube ich noch Bären. Wie sieht es denn mit unserer Health aus eigentlich? 53, oh, wir haben wieder Hunger gekriegt. Ja, nochmal schnell, hier sind da wieder Bären. Die geben wir uns mal eben. Das finde ich gut, dass die respawnen.
Und nicht immer, dass man nicht immer an diesen geplünderten Servern steht, wo man nichts mehr findet. Ist ja bei DayZ so, wenn man da irgendwie auf den Server geht, da ist dann halt auch nichts mehr. Alles weg. Können wir den verprügeln eigentlich? Komm, wir verkloppen den mal. Komm her, Luri, ich mach dich nass. Schlagen wir den. Lauf, mein Freund. Bist du schnell hier? Was ist das? Ah, nix. Ich glaube, der hat Angst vor uns. Der gefällt das nicht, wenn man den auf den Hintern haut. Wäre schön, wenn wir mal eine Stadt finden würden, oder Leute? Komm her. Komm her. Zum Glück wird er in die gleiche Richtung wie wir. Wahrscheinlich darf man nicht rennen. Geh mal vorsichtig. Ein bisschen schleichen. Was ist das hier überhaupt? Da sind noch Beeren. Geil. Brauchen wir. Das waren alle? Hier war schon jemand. Die sättigen ja nicht die Welt. Ja, wir können auch nichts braten. Ich kann doch kein rohes Reh verputzen. Wir müssen da irgendwie ein Lagerfeuer haben. Da brauchen wir Baumstämme für und irgendwie ein Feuerzeug. Eine Stadt. Oh mein Gott. Ein Camp. Freunde. Wir gehen in die Stadt. In dieses Dorfchen da. Aber, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns. Ciao, ciao, dein Dulag.